43 Jahre alt. Ich war damals 13. Heute bin ich älter als mein Vater. I like the sunrise. It brings a new day. I like the sunrise. Ein Mann hat eine Platte von Duke Ellington aufgelegt und rasiert sich vor dem Spiegel. Ein Gesicht erzählt seine Geschichte. Der Film heißt Jonas und stammt aus dem Jahr 1956. Wer weiß schon, was mein Vater gesehen hat, als er in den Spiegel schaute? Und wer weiß, ob ich nicht dasselbe sehe, wenn ich in den Spiegel schaue? Wer kann schon sagen, was er sieht, wenn er in den Spiegel schaut? Je mehr ich meinen Vater angesehen habe in diesen Tagen, Wochen, Monaten, desto mehr glich er mir selbst, desto fremder wurde er mir. An manchen Tagen bin ich mit dem Gefühl aufgewacht, sein Gesicht liege wie eine Maske auf meinem eigenen. Bevor ich in einen Spiegel sah, dachte ich würde ihn zu Gesicht bekommen. Ich verspürte das Bedürfnis, die Maske herunterzureißen, sie abzuziehen wie eine zweite Haut. Und wenn das möglich gewesen wäre, was hätte ich dann gesehen? Etwa ein Gesicht, das mir weniger fremd als das meines Vaters gewesen wäre? In den Spiegeln hat Cocteau gesagt, könne man dem Tod bei der Arbeit zusehen. Im Kino auch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Schauspieler Robert Graf ist am vergangenen Freitag gestorben. Er wurde 42 Jahre alt. Heute Morgen wurde er auf einem Münchner Friedhof begraben. Er starb an einer Krankheit, die wir tückisch nennen, besiegt von einem Leiden, an dem viele sterben. Robert Graf war kein Sieger, nicht dieser Typ von nur vitaler Kraft, auch wenn er Rollen spielt. Etwas entsprach hier nicht der natürlichen Ordnung. Und eigentlich herrschte hier, wo der Sohn älter war als der Vater, nicht Ordnung, sondern nur Irrsinn und Chaos. Die Abfolge der Zeit selbst zerbrach rings um ihn, den bewegungslos zwischen den Gräbern Stehenden, die er nicht mehr wahrnahm, und die Jahre hörten auf, sich jenem großen Strom folgend anzuordnen, der seinem Ende entgegenfließt. Dabei kam es ihm jetzt so vor, als sei das Geheimnis, das er begierig aus Büchern und von Menschen zu erfahren getrachtet hatte, innig mit diesem Toten, diesem jüngeren Vater verbunden, mit dem, was dieser gewesen und dem, was aus ihm selbst geworden war. Er musste gehen. Er hatte hier nichts mehr zu tun. Doch er konnte sich von diesem Namen, von diesen Jahreszahlen nicht lösen. Unter dieser Steinplatte war nur Asche und Staub. Für ihn aber war sein Vater wieder lebendig. Von einer seltsamen, stummen Lebendigkeit. Und es kam ihm so vor, als würde er ihn noch einmal verlassen, ihn in dieser Nacht wieder der endlosen Einsamkeit überlassen, indem man ihn geworfen und dann im Stich gelassen hat. Gestern Abend wurden die Förderungspreise der Stadt München, die mit je 3000 Mark dotiert sind, von der Vollversammlung des Stadtrats verliehen. Der Kulturausschuss hat weiter beschlossen, den Preis zur Förderung der interpretierenden Kunst, der in diesem Jahr erstmals verliehen wird, dem Münchner Schauspieler Robert Graf zu verleihen. Ja, und Robert Graf wurde ausgezeichnet für die beste Nachwuchsleistung in dem Film Wir Wunderkinder. Was machen Sie zurzeit, Herr Graf? Ich drehe einen Film mit Kurt Hoffmann im Augenblick, Das schöne Abenteuer. Mit der Lieselotte Pulver. Wir sind gerade bei Außenaufnahmen in Frankreich, da muss ich dann übermorgen auch schon wieder sein. Aber Sie konnten wenigstens nach Berlin kommen und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass Sie eine solche Veranstaltung mitgemacht haben. Das erste Mal, ja. Toi, toi, toi. Dankeschön. Und weiterhin viel Glück. Mein Vater war also Schauspieler. 20 Spielfilme, 25 Fernsehfilme zwischen 1956 und 1966. Filme wie Jonas, Wir Wunderkinder, Die Buddenbrooks, El Hakim, Das schöne Abenteuer, Liebling der Götter, Gauner in Uniform oder Die Frau im dunklen Fenster. Es fällt nicht schwer, mit dem Zeitpunkt seines Todes eine Grenzlinie in der deutschen Filmgeschichte zu verbinden. Von den Regisseuren des Nachkriegskinos zum neuen deutschen Film. Mein Vater hat mit der neuen Generation nicht mehr gearbeitet. Das lässt seine Filme noch ferner und fremder erscheinen, als sie es ohnehin schon sind. Aber vielleicht schlägt in manchen Epochen das Herz so fern, so weit unter der Oberfläche,
dass man schon genau hinhören muss, um überhaupt Lebenszeichen zu vernehmen. Und in dieses vielstimmige, unerlöste Wispern im Berg der Dinge mischt sich die Stimme meines Vaters. Elle est très droite, madame, elle est si douce. Madame, elle est très droite, je veux penser à vous. Sans brûler mon cœur, voici mon ardeur. Sans brûler mon cœur et mon ardeur. Eine schöne Bariton. Er war immer eine sehr präzise, kluge Stimme, eine direkte, eine bestimmende Stimme, aber er war kein Stentor. Aber das machte auch sein Wesen aus. Denn laut gesprochen hat er eigentlich immer nur mit den Augen. Der hat immer so ernsthafte Sachen gemacht. Das hat aber mit Altklug überhaupt nichts zu tun, denn das wäre ja negativ gewesen. Und er war nur positiv. Da lachst du jetzt aber selber. Der war doch nicht nur positiv. Das in gibt's meinen doch nicht. Augen war er nur positiv, bis gut, auf diese wenigen Ausnahmen. Du hast mich gefragt und ich habe dir aber geantwortet. Aber du kommst selber ins Lachen da, oder? Ja, ja, weil sich das ja natürlich für einen anderen komisch anhört, gell? Mhm. Aber der war halt ganz anders. Er hatte ja ein sehr magisches Gesicht. Er hatte diese ziemlich vorstehenden, irgendwie quasi, ich meine das jetzt nicht böse, asiatischen Backenknochen. Er hatte diese tollen, nicht stechenden, aber bannenden Augen. Er hatte verhältnismäßig schmale Lippen. Er konnte sehr gut, er wusste also ganz genau, was er machte. Er konnte sehr gut spielen. Bloß er hatte sozusagen eine Art von, in Anführung, dämonischem Aussehen und war ein vollkommen realistischer Schauspieler. Und zwar ein realistischer Nervenschauspieler. Er war ein so hochintelligenter Schauspieler, der mit ganz sparsamen Mitteln Charaktere hingestellt hat. Und ich fand also seine Art, etwas zu spielen, immer faszinierend. Dann hat er so eine merkwürdige Stimme gehabt, so eine eigenartige. So. Und er war ungeheuer präsent und ein Profi erster Klasse. Das hatte was Besonderes. Die Augen, diese riesen dunklen Augen, die so, das kann man gar nicht sagen. Also es gibt's niemanden. Gibt niemanden weit und breit. Also er war ja, glaube ich, ein ganz kraftvoller, aber ein ganz zarter. Also die Haut war empfindsam und im Kopf traute man ihm jeden Vernünftchen und auch jeden ungewöhnlichen Gedanken zu. Und das hat er nie sozusagen ausgedrückt in irgendeiner Unterstreichung, sondern immer zurückgenommen. Und dann diese Augen und so. Ich kann die soll ich nie beschreiben. Meine Schwester Marie hat ihre Erinnerungen so beschrieben. Als mein Vater starb, war ich 4 Jahre alt. Wir wohnten damals in einem großen Haus, dessen weitläufiges Grundstück an die Isarauen grenzte. Das Haus hatten meine Eltern 1958 im Stil der Zeit bauen lassen. Es hatte ein Flachdach und war weiß und hell. Und in meiner Erinnerung steht es fast ein bisschen kühl und verloren auf einer großen Wiese. Es war ein Februartag. Ich weiß noch, dass man mich und meine Schwester zum Spielen in den Garten geschickt hatte. Wir schossen, da Fasching war, mit Spielzeugpistolen. Wegen irgendetwas lief ich dann ins Haus zurück. Meine Mutter kam gerade von oben die Treppe herunter und ich erschrak sehr, nicht über das, was sie sagte, sondern über die Veränderung, die mit ihr vorgegangen war und die mir äußerst unheimlich war. Im nächsten Augenblick hatte ich aber schon wieder alles vergessen und hüpfte, als wäre nichts gewesen, draußen auf dem Gartenweg über die Pfützen, die mit einer hauchdünnen Eisschicht überzogen waren. Kurz darauf verkaufte meine Mutter das Haus und wir zogen um. In dem neuen Haus, einem Reihenhaus, gab es einen Kellerraum. Dort hing ein Bild, das einen auf dem Rücken liegenden Mann zeigte, mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Es stellte den heiligen Nepomuk dar, aber das wusste ich damals noch nicht. Lange Zeit hielt ich es für ein Bildnis meines Vaters.
Obwohl mir meine Geschwister mehrmals erklärten, dass der Mann auf dem Bild tot sei, glaubte ich es nicht, sondern war der festen Ansicht, dass er nur schliefe und ging deshalb immer sehr leise an dem Bild vorbei. Später, in meiner Schulzeit, habe ich öfters hören müssen, dass mir die starke Hand des Vaters fehlt. Schon damals ist mir dieser Satz, der noch zum Repertoire einer Generation gehörte, die kurz darauf abgelöst wurde, höchst zweifelhaft erschienen. Wahr allerdings ist, dass mich viele Jahre das Gefühl begleitet hat, dass mir irgendetwas fehlt, ohne jedoch genau zu wissen, was. Maries Erinnerungen an das Bild des heiligen Nepomuk haben ein Echo in einem jahrelangen Traum, den ich von meinem Vater träumte. Jedes Mal kehrte er da zu uns zurück, kam über die große Wiese vor unserem Haus auf uns zu, als sei er eben einem Raumschiff entstiegen. Jedes Mal wurde uns sofort gesagt, wir sollten unsere Gefühle, unsere Freude im Zaum halten, denn er sei sehr, sehr krank gewesen. Nun sei er zwar endlich wieder gesundet, aber noch sehr schwach und man müsse ungemein vorsichtig mit ihm sein, um den Dämon der Krankheit nicht wieder zu wecken. Wie viele Kinder von früh verstorbenen Vätern träumen wohl diesen Traum? Traum und Erinnerung erzählen ihre eigenen Geschichten. Und die Visionen von Schlaf und Schwäche verraten sicher viel davon, welches Bild wir Kinder von unserem Vater gehabt haben mögen. Kein Wunder natürlich bei dem anderthalbjährigen tödlichen Krankheitsverlauf und der schon vom Krieg mitgebrachten schweren Verwundung. Dennoch, unser Leben als Familie hatte gute Voraussetzungen. Meine Eltern hatten sich dieses Haus in den Isarauen bauen können, das für uns Kinder an Weite und Helligkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Und so wie mir meine Mutter als Kind Literatur nahebrachte, so machte es mein Vater mit moderner Musik. Er liebte Jazz, er improvisierte am Klavier und wäre sicher ein ganz guter Pianist geworden, wenn er nicht durch die Verletzung am linken Arm zu stark behindert gewesen wäre. Er war ein ganz und gar starker Vater, körperlich wie geistig, eine beeindruckende Person. Er war nur schwer erreichbar, zunächst durch ständige Arbeit, später durch die Krankheit und abgekapselt. Aber wollte er je erreichbar sein? Ich meine, er war ja überhaupt ein Mensch, da wirst du dich dran erinnern, der gerne eine kleine Distanz zwischen sich und den anderen geschoben hat. Der war nicht einer, der sich dort auf den Pelz krallte, so wie ich das vom Temperament her eher tue. Also bei ihm war das so, dass durch die Distanz sozusagen auch so eine verhaltene Freundlichkeit signalisiert wurde. Ne? Wie das nun eigentlich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn man mit dem gearbeitet hätte und den hätte man nicht gemocht. Ich glaube, es wäre gar nicht gegangen. Vielleicht hätte er das ignoriert. In Stimme und Ausdruck blieb immer ein Rest an Zurückhaltung. Im Heimkehrerstück draußen vor der Tür oder in Osborns Blick zurück im Zorn. Robert Graf war kein Sieger, war er für uns der junge Typ Mann, von nur vitaler Kraft, auch wenn er Rollen spielte, die in der Sprache des Theaters Helden heißen. In dem geliebten Rom ist er eigentlich auch so seinem Alter und seiner Generation angemessen, identisch mit dem, was man sich da unter einem Liebhaber vorgestellt hat. Nämlich? Vielleicht gefällt es mir deswegen. Nämlich? Was hat man sich da vorgestellt? Ja, so ein eigentlich ein bisschen weichlichen, keinen Helden, ein bisschen unsicheren, ungeheuer zärtlichen, ängstlichen und Mann. Es wird der heißeste Tag des Jahres. Schon ein einfacher Vergleich zu Amerika zeigt, wie sich die Männerbilder unterschieden haben. Zweimal die 12 Geschworenen. Einmal in der deutschen Fernsehfassung von 1960, einmal in der amerikanischen Filmfassung von 1957. Also los, starten wir. Moment. Wollen Sie sich nicht auch setzen? Hallo, der Herr dort am Fenster. Wen? Darf ich Sie höflichst einladen? Oh, entschuldigen Sie. Mein Vater wirkt als Streiter für Gerechtigkeit stets wie ein Außenseiter, den seine Rolle mal störrisch, mal übellaunig reagieren lässt. Als habe er ein schlechtes Gewissen, sich gegen die Gesellschaft zu stellen. Wir sind soweit, wir fangen an. Wir möchten gern anfangen. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Henry Fonda ist in der gleichen Rolle hingegen ein selbstbewusster Individualist, den nie Zweifel an der Gerechtigkeit seiner Sache plagen. Im Grunde kündet schon sein heller Anzug von seiner Ausnahmestellung. Die beiden Fassungen können sich durchaus miteinander messen und doch klaffen Welten zwischen Deutschland und Amerika.